Hallo Leute und willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. Wüste Ranel haben wir hinter uns gebracht, aber der Dungeon, der wartet noch. Die ersten beiden waren nicht der Hammer, deswegen habe ich Hoffnungen, dass mich vielleicht der ein klein wenig zum Verzweifeln bringt. Eure Kommentare sagten, das Spiel beginnt erst ab Wüste Ranel. Richtig. Und ich vertraue darauf. Im Ranel-Steinwerk werde ich es erfahren. Und es ist schon mal eine ziemlich nervige Musik, glaube ich. Die hört sich jetzt auf jeden Fall ein bisschen nervig an. Direkt eine Speicherstatue. Die werde ich auch direkt mal benutzen. Jo. Und dann beginne ich mich umzusehen. Ah, schon eine neue Art von Gegner. Habe ich da vorne schon gesehen, genau. Scanne ich mal. Was bist denn du? Dies ist ein Minicat. Dieser Skorpion befindet sich noch im Jungstadium und wächst in den nächsten 1000 Jahren zu voller Größe heran. Er ist sehr klein, versteckt sich jedoch im Sand und überrascht seine Feinde, die er blitzartig anspringt und brutal attackiert. Na, wie gut, dass sich dieser Typ hier 1000 Jahre Zeit lässt, weil den im Großformat hätte ich keinen Bock zu. Das sieht aus, als kann ich nur eine Bombe reinschmeißen. Kennen wir schon in das Spielchen da. Da drüben genauso. Ja, was ist da? Nichts. Doch, Gegner! Oh, die wurden verarscht. Das war ein Fail. Vielleicht ist aber hier was. Ja, wundervoll. Ein Rubin. Yay. Gut, also hier ist zu. Da ist eine kleine Truhe. Warum ist da zu? Kann man da was machen? Schaut nicht so aus. Oder? Da hinten. Da ist ein Hebel oder sowas. Ja, dazu muss erstmal der weg, glaube ich. Probieren wir es aus. Nein, komm. Ja, gut, Link. Geschafft. Ein Hebel. Den aktivieren wir mal. Jo, damit geht's auf. Da sind wieder ein Haufen Gegner. Und für einen Rubin riskiere ich mein Leben nicht. Ich will wieder zurück. Yes. Ich muss mich aber jedes Mal regenerieren. Das ist doof. Ist auch nur ein Rubin. Gut, in der Truhe werden jetzt wahrscheinlich auch nur 5 oder 20 sein. Ich tippe mal auf 20. Ja. Der Hammer ist es nett. aber ein bisschen nicht anders. Ein blauer und ein Herz noch. Wie geht es weiter? Da ist eine Tür. Aber halt, ich sehe gerade, da links ist noch ein Hebel. Ach so. Oder nee, da ist gar keine so eine Tür. Was macht denn der Hebel dann? Halt, Moment, ich muss da hin. Ich muss da eine Bombe reinschmeißen, da vorne. Halt. Ah, ich dachte, ich wollte es gerade von da vorne reinschmeißen, aber ich sehe gerade, dass da eine Bombe da oben ist. Das bedeutet, wir brauchen... Nee, nicht das, sondern... Oh nee, jetzt habe ich gerade voll den... Ich habe gerade keinen Durchblick. Genau, auf B ist es. Ich habe gerade vergessen, wo meine Items sind, Mensch. Wir brauchen unseren Käfer, denn der kann eine Bombe schmeißen. Erstmal dich weg. Damit du keinen Ärger mehr machst. Mit deinen Elektrobällen. Du ekelhaftes, fettes Viech, du. Und dann Bombe! Bumm. Gut. Jetzt kann ich da auch ohne Probleme rüberlaufen. Yay! Ja. Gut. Und... Ach so, ich komme so erst überhaupt weiter. Ich habe gar nicht gesehen, dass das verschlossen ist. Die Türen haben hier so ein seltsames Design. Die sind voller Muster. Aber es soll halt auch altertümlich wirken und deshalb ist es so gehandhabt. Habe ich gar nicht gesehen, ob das zu ist.
ersten Raum hätten wir. Da kommt schon eine Kreuzung. Oh, dich kenne ich doch aus dem ersten Dungeon. Ja, ja. Da muss man zuschlagen, wenn alle Köpfe in einer Reihe sind, irgendwie. Yeah. Nein, fuck. Wobei ich dich noch nicht gescannt habe. Dies ist ein Stylit, oder? Doch, habe ich schon. Ich glaube schon. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wer es will, kann ja pausieren und durchlesen. Ich glaube, den habe ich schon mal gescannt. Ich habe ihn nur einmal besiegt. Alter, chill! Was? Was? Wie zum Teufel konnte das, der linke Kopf überleben? Ich weiß nicht warum, aber ich habe bei dem Gegner so ein Problem. Ätzer. Ich glaube, mein Problem ist es, dass ich ihn anvisiere. Ich glaube, das Anvisieren, das ist nicht gut. Bei dem Gegner jedenfalls nicht. Ich darf mich nicht treffen lassen von dir. Und ich wollte jetzt eigentlich auch keine Wirbelattacke machen, sondern einen schrägen Schlag. Jetzt! Was machst du, Link? Gegen den Gegner versage ich einfach. Ich merke das selbst. Wieder nix. Komm, komm, komm. Mach nochmal so ein hässliches Face. Komm. Jetzt! Ich hab doch ganz normal geschlagen, Mann. Das ist wieder das Problem der Steuerung. Ich check's nicht. Der regt mich auf. Gleich am Anfang. Wieso geht der linke nicht kaputt? Sorry, aber ich kann den Gegner nicht besiegen. Irgendwas. Keine Ahnung. Gegen den bin ich einfach nicht gut. Und ich weiß, manche denken jetzt wieder, oh, du Noob, du. Ja, aber das ist mir egal. Einen weiteren Glibber für mich. Und eine Kiste, die Herzen werde ich gebrauchen können. Dieser blöde Gegner hat mir jetzt die Hälfte meiner Herzen genommen. Also, wenn man mich quälen will, dann muss man wirklich mit diesen Viechern da auflaufen. Und die sehe ich sehr alt aus. Bomben. Dann lasst uns mal... von wo kamen wir? Falsch. Da ist zu. Da auch. Was soll ich machen? Hier muss es irgendwie... Oder kann ich da hoch? Nein. Ach, die konnte ich sogar nehmen. Ah, okay. Dann geht's da oben erstmal weiter. Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Gut, dann halt vorne. Und nun können wir wieder speichern. Und wir haben einen scheinbar ziemlich großen Raum vor uns. Mit Sand und einem tiefen Loch. Ja. Da sind Gitter. Kommen wir nicht weiter. Da wäre eine Bombe. Da kommen wir auch nicht weiter. Ja gut, dann geht's nur hier. Ich glaube, mit der Bombe müssen wir die Kisten entfernen. Jo. Und schon geht's weiter. Huch. Überrasch mich nicht so. Ja, richtig ab.
Ich hasse dich. Fledermäuse. Allerdings in einer anderen Farbe als sonst. Von denen bekommt man ja dieses eine Item da. Und apropos Item, hier bekommen wir auch eins. Und zwar einen Schlüssel. Moment, soll das heißen, ich soll das wieder zurückgehen oder was? Nein. Hä? Doch, die Kiste blockiert den Weg. Also da wir nirgendwo weiterkommen und im Vorraum man einen Schlüssel benötigt hat. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück, ich weiß es nicht. Wobei ein Blick auf die Karte wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, doch, ja, es kann eigentlich nur da sein. Wenn da ein Schlüssel benötigt wird, dann... Also vor allem kann es nicht falsch sein. Die Entwickler hätten das ja sonst gecheckt. Das muss richtig sein. Noch ein größerer Raum mit Sand. Was ist das? Vor allem, was bist du? Dies ist ein Balomba. Dieses stachelige Wesen ist scheu und fährt seine spitzen Stacheln aus, wenn sich eine potenzielle Gefahr nähert. Dann lass es mal bleiben. Was ist das für eine komische Scheiße da? Wow! Der hat ja eine Power. Was ist das schon wieder? Tut es mir weh? Es sieht so aus wie Stacheldraht. Ich berühre es mal nicht. Hey! Das sind doch Ranken, oder wie? Ja. Das sieht ja alles sowas von komisch aus. Was ist denn das? Also immerhin sorgt der Dungeon schon mal für ein paar Nachdenkmomente. Damit ist er jetzt schon mal besser als der zweite. Ach, hier geht schon wieder nicht weiter. Oder gibt es irgendwo eine Bombe? Aber ich habe wirklich Hoffnungen, dass der Dungeon besser wird als die ersten beiden. Oh fuck. Oh nee, nee, ich glaube, das war falsch. Hilfe, nein! Halt dich doch fest! Ja, wusste ich, dass da unten Sand ist? Nein. Ja, was soll ich sonst machen? Es gibt doch gar keinen anderen Weg. Da ist ein Schalter da vorne, aber wie komme ich da hin? Ich muss doch da hoch. Aha, seht ihr das? Bombe. Ich muss da hoch, sag ich doch. Ich frage mich nur, wie komme ich da hin? Da habe ich, glaube ich, einen Vergangenheitsschalter gesehen oder sowas. Jetzt. Bäm! Da oben in dem Gitter. In diesem Gefängnis. Lass mich das mal ansehen. Kann man da irgendwo rein? Nee. Scheint ummauert zu sein. Klar, dann kommt das Spielchen Vergangenheit, Zukunft auch im Dungeon vor. Finde ich eigentlich ganz cool. Weil damit ist es wirklich mal was Neues. Ja, und dann geht er direkt auf, ey. Was? Wie? Ich darf mich nicht fortbewegen. Na gut, muss ich auch nicht. Mein Käferchen kann das erledigen. Flieg schnurstracks zu dem Vergangenheitsschalter und aktiviere ihn für mich. Dudu! Oh, die Musik ändert sich auch ein bisschen. Ach! Und jetzt sieht man auch, was das für komische Steine waren. Ja, die Musik wird ein bisschen düsterer. Geil. Und alles wird bunter. Was zum Geier bist du, bitteschön? Dies ist ein Strahlzyklop.
Was? Das sind die Strahlzyklopen hier? Okay. Diese Wacheinheit wurde von einer alten Zivilisation konstruiert. Sein Schwachpunkt liegt in dem großen Auge, das aus dem Lichtstrahlen auf sein Ziel abfeuert. Dieses ist jedoch nur schwer erreichbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es mit einem Schwertstreich erreichst, liegt bei 0%, Gebieter. Greife den Körper an, um den Kopfteil in Reichweite zu bringen, oder setze eine andere Waffe ein, um das Auge aus der Distanz erreichen zu können. Du hast diesen Gegnertyps nur mal besiegt und ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch sagen soll. Ja, dann, wenn das so ist, nimm das! Und den! Na, verpiss dich, Arschloch! Hau ab, Mann! Soll das gehen, ey? Ich steck sie ins Auge, so machen wir das. Ein einfacher Schlag reicht nicht, man muss ihm ins Auge stechen. Und es funktionieren auch diese Laufbänder hier. Wo muss ich hin? Darüber? Da gäbe es einen Zyklopen. Und eine Tür. Wartet mal. Wir gehen erstmal darüber. Und weg! Schnell, stech doch zu! Glück gehabt, mein Junge. Was ist da jetzt? Okay, da ist kein Sand mehr, sondern Weg. Aua! Ja, voll logisch, er bleibt am Laser hängen. Ja, toll. Hallo, wie soll ich da wegkommen? Fuck! Ja, scheiße. Jetzt wird's knapper hier. Und schon hören wir wieder das Dü, Dü, weil wir wenig Leben haben, verdammt. Ach herrje. Und mein Schild ist auch zur Hälfte im Arsch. Gott sei Dank habe ich einen Trank, der Leben und Schild repariert. Jetzt muss ich darüber. Jetzt nicht etwa über das Laufband, oder was? Doch, da kommt manchmal so eine Frucht, die die Ausdauer wiederherstellt. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, tatsächlich. Ein Ausweichspielchen und eine Frage des richtigen Essens. Was ist hier? Eine verschlossene Tür und, ja, weiß ich nicht. Sehen wir erstmal da drüben nach. Jetzt lauf! Nein, nein, nein! Das war so klar. Das war so klar. Mann! Das ist aber auch mit Hyperspeed, das Ding da. Boah, scheiß Laufband. Wie das so einer. Und zustechen. Kleine Truhe. Mit 20 Rubinen. Sollte ich tatsächlich jetzt schon einen Trank trinken müssen? Das sieht so aus. Weil es wird immer enger. Verpiss dich! Okay, einschlagen, wir sind tot. Ich möchte in diesem Spiel eigentlich nicht sterben. Ich bin gezwungen. Oh ja, okay, ich habe Feen. Wenn es wirklich passieren sollte, regeneriere ich mich wieder. Ich weiß nicht, wie viel der Trank vom Schild wiederherstellt. Deswegen spare ich noch ein bisschen damit. Und lasse es drauf ankommen. Das heißt, wenn ich getroffen werde, dann rettet mich eine Fee. Das wird sie wahrscheinlich auch gleich tun müssen! Komm, mach ihn weg! Nein. Aber nicht. Das Zustechen funktioniert meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut. Oder ich kann es nicht, kann sein. Ich mache die Bewegung, aber er macht manchmal einfach nur einen normalen Schlag und das sorgt dafür, dass ich halt abkratze. Jetzt müssen wir mal rausfinden, wo es weitergeht. Jetzt bin ich eigentlich im Kreis gelaufen, also muss es doch hier weitergehen. Moment mal, das... Ach, von dem bin ich gekommen? What the fuck? Ah, oh, ja, gut, dann gibt es aber nur einen Weg, der noch in Frage käme.
Das ist der, von dem ich vorhin zurückgekehrt bin. Aber jetzt muss ich nochmal außen rumlaufen. Scheiße. So, genau hier. Bin jetzt nochmal aufs Laufband hierher gelaufen. Diese Tür ist jetzt zu. Ist ja auch schön und gut. Aber hier müsste es weitergehen. Ja, da gibt es auch wieder Früchte, mit denen ich das schaffen kann, hoffe ich. Oh, Link, streng dich doch mal ein bisschen an, hey. Lauf schneller. Einschalter. Und der öffnet die Tür schließlich. Dann wollen wir mal da reingehen. Hier hat sich jetzt auch wieder die Zeit geändert, wie man sieht. Und apropos Zeit, die Zeit für den ersten Part ist abgelaufen. Nun, der Dungeon sieht auf jeden Fall ziemlich seltsam aus. Sehr, sehr schön bunt, sehr schön antik. Auch toll, dass man zwischen Vergangenheit und Gegenwart wechselt. Wirkt auf mich auch schon mal um einiges anspruchsvoller. Ich bin ja sogar schon gestorben. Ich weiß, das war keine Glanzleistung. Es gibt wieder irgendwelche Schlaumeier, die mich dafür beleidigen werden, aber es gibt im Arsch dabei. Auf jeden Fall, ich würde den Dungeon bisher auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch geben, weil er allein jetzt schon besser ist als die anderen beiden. Favorisieren noch nicht. Aber es bleibt abzuwarten, wie geil es hier noch wird. Ich glaube, der Dungeon hat Potenzial und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Parts. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.